So, hallo und herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge. Wir sind dabei, dass wir hier einmal den Kalk aufgetragen haben, damit gerade fertig sind in der letzten Folge. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Ich bin immer noch gespannt, ob hier das Unkraut das Unkraut gleich sprießt oder nicht. Da bin ich echt noch gespannt. Wir können hier aber auch das mal abdocken. So, das ist okay. So, da ist okay. Unkraut 0. Hier wächst auch nichts. Faszinierend. Okay, wie sieht es hier aus? Der ist noch wunderbar dabei. Der ist noch sehr gut dabei. Wie war denn der Filter hier gleich? Irgendwo hatten wir doch den Filter in der Map, ne? Von wegen Unkraut, nicht Unkraut, gejätet und so weiter. Land. Nein. Wachstum, so, da haben wir es doch. Im Wachstum, das ist okay. Hier muss Kraut entfernt werden in der 10. Erntereif. Okay, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Geld mitmachen, denke ich mal. Was haben wir denn hier bei 23 im Wachstum? Da muss Kraut entfernt werden auf der 21. Die 16 muss abgeerntet werden. Ja, okay. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, 79%, genau. Dann haben wir schon wieder 16.000. Die brauchen wir auch. 750 haben wir gleich noch. Und dann geht es nämlich schon wieder zu Neigern. Dann können wir nämlich gleich nochmal Kredit 5.000 nochmal gleich zurückzahlen. Von den 16.000, die wir dann kriegen. Okay, das haben wir soweit. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Unkraut ist. Ich meine, es ist schön, wenn es nicht kommt, aber es ist auch sehr überraschend, da ich gestern, vorgestern so viel mit Unkraut zu kämpfen hatte. Von Anfang an eigentlich. Da ist das schon sehr überraschend. So, gedüngt hatte ich hier gerade, ne? Genau, hatte ich. Da hatte ich auch gedüngt. Hier sowieso. Ja, wir müssen jetzt echt abwarten, ne? Gefällt mir gerade gar nicht. Langes Warten und wir können gerade echt nichts machen, weil wir ja nichts irgendwie jetzt haben, wo wir aktiv eingreifen könnten. Ja gut, hier könnten wir aktiv eingreifen, ne? Aber das wäre ein und dieselbe Aktion in Grün. Nur, dass wir halt selber hintersetzen. Ja gut, das spart uns Geld. Vollkommen klar. Aber ich glaube, ob wir da jetzt nochmal 300 oder sowas raushauen, 200, darauf kommt es jetzt nicht wirklich drauf an.
Ja. Ich glaube, eine Tour gleich noch. Einmal hin, einmal zurück. Okay, 95%. Dann haben wir es doch gleich. Was haben wir denn hier? 15. 15 ist hier. Ist klein. Können wir eigentlich noch gerade mitnehmen gleich, ne? 2300. Ja, Transport habe ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Was haben wir hier? Ernten. Ernten. Und Ballenpressen. Wir machen den erstmal zu Ende. Und dann nehmen wir die 15 an. Haben wir irgendwas auf der 16 gerade gehabt? Ja, da müssen wir einmal grubbern. Das können wir eigentlich auch gleich schnell machen, ne? 16, 15, die liegen gut beisammen. So, abschließen, das Ding ist durch, dann gehen wir hier erst gerade ans Grubbern, Vertrag akzeptieren, das war die 16, ne? Ja. So, dann wollen wir da auch einmal ganz schnell hin und das in die Wege leiten.
Wenn der gleich am Grubbern ist, können wir den anderen Traktor erstmal hier zurückholen aufs Grundstück. Sechzehn war unser Auftrag, ne? Genau. Da macht es auch kaum einen Unterschied, aber von links nach rechts auf und nach unten gehen. Am liebsten habe ich dann in den langen Bahnen so mit rüber gehen statt kurze Bahnen und dann dieser ständige Wechsel. So, das sollte aber so klappen, wenn wir hier einfach so mit rüber gehen. So, Helfer mit drin, das reicht auch, weil dann können wir hiermit nämlich schon mal zurückfahren gen Heimat. Einmal gucken, wo müssen wir lang, rechts runter. Das machen wir auch hier direkt rüber, soweit das denn eben geht. Ich sagte ja, ich kürze viel ab. Wichtig ist, dass ich ankomme, nicht wie ich ankomme. Ich glaube, hier stört es jetzt nicht wirklich, ob ich da ein Stück Feldweg runter und dann einmal quer um Pudding rum und da hinten vorbei und nee, dann direkt durch, was soll's denn? Gibt Schlimmeres. Ich habe es so in mehreren YouTube-Videos schon gesehen, dass viele wirklich komplett nur auf der Straße bleiben. Einfach, ja. Ich weiß nicht, ob es dem Realismus geschuldet ist oder dem, ja, was auch immer. Ich denke mal, es ist einfach der Bock daran, das so realistisch wie möglich zu halten. Weil, warum sollte ich nicht abkürzen? Ne? Einfach quer mal übers Feld rüber. Egal. So, was hat man denn hier noch? Wir haben Feld 15. Feld 15. Ach, da muss gedüngt werden, genau. Ja, da können wir doch auch gleich bleiben dann. Bin ich da gerade echt dran vorbeigeschossen? Oder war das hier unten? Schnell nochmal gucken. Nee, ich bin da gerade echt dran vorbeigeschossen. Ah, sowas Doofes. Da habe ich gerade eben gar nicht drüber nachgedacht, soweit. Nicht schlimm, okay. Hilft mir beim nächsten Mal, doch etwas gründlicher beim Nachdenken zu sein.
sind ja Fehler, aus denen man lernt. Hoffe ich doch mal. Okay. Also nochmal hoch. Auf die Felder. Dann warten wir, bis der andere fertig ist. Wir gehen gleich mit rüber. Ich kann mal gucken, ob wir da oben nicht gleich weitermachen können. 18, 22, okay. Danach gucken wir uns gleich die Felder nochmal an. Die wir jetzt soweit oben schon stehen haben. Nachdem wir jetzt angekommen sind gleich. Okay. Gut. Im Wachstum gedüngt, null Unkraut, perfekt, null Unkraut. Und hüpf. Ja, das sieht doch auch soweit ganz gut aus. Okay. Gerade gucken, ob wir es nicht noch ein bisschen besser koordinieren können. Ich wollte gerade sagen, steht der nur oder macht der auch was? Der ist dabei. Sehr gut. Oh nein. Oh nö. Nö. Nö, 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 nö. Das ist natürlich wieder total blöd. Jetzt haben wir uns das schon mal schön hingestellt. Und der Auftrag ist raus. Was natürlich jetzt wirklich blöd ist. Normalerweise stelle ich mich dann nicht hin und hat diesen Auftrag 3 Ingame-Tage. Kaum stelle ich mich hin. Zack, ist er weg. Ja, gut, da müssen wir mal gucken. Dass wir das nochmal anders gedeichselt kriegen. Hier geht es auf jeden Fall munter voran. Jo. So, genau, das, was wir auf jeden Fall noch machen wollten. Wir zahlen mal fix einen Teil vom Kredit zurück. Ich würde sagen 10.000. Das wollen sie jetzt schnellst möglichst wieder in die schwarzen Zahlen reinarbeiten. 20.000 haben wir noch offen stehen. Okay. Und gucken wir mal, hier ist okay. Der läuft ja gut, wir wollten das hier nicht mehr bei. Die stellt sich nur die Frage, habe ich hier jetzt vielleicht nochmal irgendwas zum Düngen? Ich lasse ihn vielleicht erstmal stehen, oder? Kann man gerade gucken, haben wir noch was säen und Kraut bekämpfen. 13, ja, säen. Kartoffeln, okay. Ernten, Ballen pressen, ernten.
Mais, der könnte auch durchlaufen, ne? Ich brauche eigentlich nur einen LKW, ne? Einen LKW und wenn ich mir den miete. Okay, wenn ich mir das hier miete, sollte ich auch noch mit Sicherheit mal einen Reingewinn haben von weit über 15.000. Ja, weil das hier glaube ich so manchmal nicht. Das habe ich auch schon gestern gehabt. Es waren irgendwie 980 oder sowas und plötzlich wurden mir 6.100 abgezogen an Miete. Und das waren echt für den Auftrag die einzigen Dinge, die ich wirklich vor Ort hatte, die ich da brauchte und angemietet habe. Ja, von daher, ich traue dem nicht so ganz. Von daher gehe ich auch mal auch auf die 6.000 runter. Zur Not sind es dann doch im besten Fall vielleicht weit mehr. Im schlimmsten Fall dann halt nur 15.000. Aber ich glaube, der Auftrag, der ist okay. Feld 2. Au, ganz weit da oben. Ja, wenn wir hinkommen, sollten wir das auf jeden Fall annehmen, ne? Das sieht soweit sehr, sehr, sehr gut aus. Mal gucken, der macht da noch munter weiter, das ist gut. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das dann mal weiter an, wie das läuft. Der ist ja oben sowieso noch damit bei dem Feld. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde schlafen. Das heißt, ich werde die Folge jetzt beenden. Wir sehen uns dann weiter, wenn wir den nächsten Auftrag oben annehmen. Und gucken dann mal, wie wir weitermachen. So, erstmal schlafen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir gerade. Wir hauen nochmal 10 Stunden raus. Ja, 20 Uhr. Okay, 6 Uhr passt. Kreditzinsen, 56 Betriebskosten, Lohnzahlungen, 12 Euro. Das ist okay. Ach, da waren wir doch gerade schon. Der ist auch fleißig dabei. Braucht auch noch ein bisschen, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wissen wir, wie es weitergeht. Und dann fangen wir oben an. Und ja, was haben wir denn da jetzt? Feld 2. Und das ist auch schon wieder weg. Wunderbar, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, säen. Genau, hätten wir weitergemacht. Alles klar, dann warten wir erstmal ab, bis der Auftrag hier durch ist. Und danach geht's dann weiter. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ja, setzt die Glocke, seid beim nächsten Mal wieder mit bei. Und bis dahin, lasst einen Kommentar da und ciao.